Wie viele Identitäten hast du? Wie viele hättest du vielleicht gerne? Wenn ich mit Frauen arbeite im Coaching-Prozess oder manchmal auch wenn wir über das Thema Sexualität sprechen, dann taucht oft auf, dass so im Laufe des Lebens so ein paar Identitäten sich sehr verfestigt haben, mit denen du dich identifizierst. Das ist deine Identität. Und um wirklich frei zu leben, ist es wichtig, dass da wie andere Identitäten hinzukommen. Und da hat man manchmal Angst, ja, wenn da jetzt was Neues kommt, muss ich jetzt immer das sein? Und dann kriegt man Angst, was macht das mit mir? Auch bei dem Thema Sexualität, wenn da so neue Persönlichkeitsanteile, Vorliebensanteile hervorkommen, dann kann das Angst machen, dass du dann nur das bist. Aber ich sagte eher nein, sieh das eher als etwas, im Laufe deines Lebens gewinnst du neue Identitäten, neue innere Anteile, neue Archetypen dazu und du darfst die alle sein. Du darfst einfach wählen, wann will ich diese Identität mehr leben und wann will ich jene mehr leben. Wann möchte ich mehr die unschuldige Kiria leben? Wann möchte ich gerne die femme fatale Kiria leben? Wann möchte ich gerne die Deep Dive Coach Kiria leben, die mit dir in die Tiefe geht? Und wann möchte ich einfach eine gute Freundin sein? Wann möchte ich Tochter sein? Wann alles Mögliche, was ich so alles sein möchte. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Du musst nichts abziehen, du musst dich nicht auf etwas reduzieren, sondern eher etwas hinzugewinnen in deinem Leben.